verborgene Stadt. Da sind wir. Da sind wir. Oh, weiß ich noch nicht. Ein Outfit. Ich habe gerade eben erst ein Outfit gewählt. So, darf ich jetzt vielleicht auch ganz kurz die Kamera jetzt bewegen? Okay, jetzt. Okay. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unuratu. Unuratu. Edsley, du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Mhm. Hey. Hi. Ich habe nicht so richtig verstanden, wieso sie meinte, dass wir auch nach der Schatulle suchen. Ich meine, wie du siehst, bleiben Geheimnisse in Paititi nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Aber das haben wir gar nicht erwähnt. Wir haben ja nur gesagt, dass Trinity nach... Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen. Nach der Schatulle suchen. Mach dir darüber keine Sorgen. Und wir sie aufhalten wollen. Guten Tag, die Damen. Er war ein Jäger. War er grausam? Wenn es sein musste. Aber er war auch sehr gütig. Sieht schon schön aus, ne? Guck dir das mal an hier. Alter. Du erweist uns Ehre. Bloß so verborgen kann die Stadt ja nicht sein, weil die moderne Menschheit hat ja Satelliten. Das müsste man ja sehen. Ein Lama. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du Lama bist, die Schatulle von X-Chain zu suchen. Na du? Na du? Ja, du bist ein Feind. Wer bist du? Königin! Doch, Königin! Den Namen vergessen. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel, erkläre ich dir später. Udi da, oder Rakui oder so. Kannst du mir bitte deinen Namen nochmal sagen? Bitte? Scheiße. Verdammt. Das darf nicht passieren. Ich darf den Namen nicht vergessen. Hallo. Hallo. Auf dem Markt gibt es alles. Edsley. Ja? Sie hat sicher schon viele Märkte gesehen. Draußen? Ja. Aber kein wie unseren. Bestimmt nicht. Es ist nicht mehr weit. Ja, sieht ganz nett aus, muss ich sagen hier, ja. Sieht schon schön aus. Abwasserkanäle haben die auch hier. Sehr schön. Oh, eine Versammlung. Was ist da vorne? Prügelei oder so? Oder. Und jetzt? Worauf warten wir? Ah, ein bisschen Gymnastik, ja, gut. Dehnübungen. Ja, ich geh da mal, ne? Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Wir wissen ganz genau, wer er ist. Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung!
In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Puh, und da ist noch einiges auf uns zukommen. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Ucho im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Ja, das hätte man nicht erwarten können, glaube ich. Könnte ein bisschen schwieriger werden, glaube ich, das Abenteuer. Der ist hier also der große Macker, ja? Ach du heilige Scheiße. Wieso ist denn die Stadt so groß? Ist ja fast New York hier. Das ist ja... Wie soll ich denn hier jede Straße abklappern? Da habe ich ja gar keine Lust zu. Was ist das hier oben? Mission verfügbar. Ach so. Dokument. Boah. Oh Gott. Hallo. Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Oh nein. Jemand sollte was dagegen tun. Okay, ich such mal jemand. Hallo? Ich hab Holz. Oh, guck mal. So. Ein paar Pflänzlein. Ja. Jemand sollte mal was dagegen tun. Wo ist denn deine Frau? Hallo, bist du deine Frau? Hallo? Wo ist denn seine Frau? Hallo, wo ist denn deine Frau? Da hinten, sagst du? Ah, ich guck mal. Ah, du bist eine Frau. Hallo, Ishik. Wunderschöne Tiere, nicht wahr? Lamas. So sanft. Oder das wilde Guanaco in der Wildnis.
Ja. Es wird gern gestreichelt. Die Götter mögen das. Ich auch. Ich mag das auch. Aber du bist nicht krank, wie ich sehe. Siehst zumindest nicht so aus. Gut. Aber ist schon nicht artgerecht gehalten hier, ne? Also, die haben ja gar keinen Freilauf hier. Ist ja. Was ist denn das schon wieder? Ne? 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 Auch so ein Lama. Ja. Frau. Du bist eine Frau. Bist du krank? Wenn du jetzt nicht krank bist, dann sorge ich dafür, dass du krank wirst. Da unten. Hallo, kleines Kind. Ich und Ätzli haben oft zusammen gespielt. Aber in letzter Zeit sehe ich ihn kaum. Ich verstehe das natürlich. Er hat wichtige Dinge zu tun. Wichtig für uns alle hier. Aber er fehlt mir. Niemand konnte einen Stein weiter über den Fluss werfen. Spiel doch mit mir. Ich kann das bestimmt weiterwerfen. So, bist du sicher, dass du aus diesem Wasser trinken möchtest? Oh. Null von... Oh, 33 schon. Nice. Eine vollbusige Frau, um deren Hüften sich Schlangen ranken. Das ist Kord Likue, was wörtlich übersetzt so viel wie Schlangenrock bedeutet. Ein weiterer ihrer Namen ist Teteo Inan, die Göttermutter. Sie brachte den Mond und die Sterne zur Welt und hatte mehr als 400 Kinder, unter anderem den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli. Neben ihrer Rolle als Mutter gilt sie außerdem als Zerstörerin allen Lebens. Es heißt, sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizuführen. Sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizurufen. Aber sie hat doch 400 Kinder zur Welt gebracht. Heißt das, ist das nicht schon... Ja. Ich widmere mich mal, anderen Dingen. Wie zum Beispiel herauszufinden, ob man aus diesem Wasser trinken kann. So, wo kommt das her? Das möchte ich jetzt mal wissen. Kann man aus dem Wasser trinken? Was kommt da raus? Das interessiert mich jetzt mal wirklich, ob das hier irgendwie sinnig gebaut wurde von der Map irgendwie. Auf dem Weg kann man ja vielleicht nochmal seine Mutter seine Frau suchen. Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Ja, warum machst du nicht? Was ist da deine Frau? Wo kommt denn das Wasser her? Wo kommt denn das Wasser her? Keine Ahnung. Kann man nicht nachvollziehen. Schade. Oh, das ist eine Schule. Nice. Guck mal. Ey, das ist viel chilliger als unsere heutigen Klassenräume und Sitzbänke und so draußen in der Natur auf den Boden setzen. Dann hier so ein bisschen was an der Tafel. Gut, macht sich schwer, glaube ich, heutzutage, aber wenn so ein bisschen mehr... Ne, weißt du, was ich meine? Ist schwer umsetzbar, ich weiß, aber... So ein paar mehr Ausflüge, sowas wäre cool gewesen oder so. Ah, egal. Das ist cool. Guck mal. Was lernen die denn hier so? Die lernen ja wahrscheinlich so ihre... Das ist wahrscheinlich gerade Deutschunterricht, ne? Das sind so... Wörter. Wörter in Bildern. Matalami. So. Ey, ich weiß überhaupt nicht, wo ich langlaufen soll, ne? Ey, das ist hier so groß. Ich glaube, ich laufe einfach random irgendwie mal so rum und guck mal, was man so findet auf dem Weg.
Da brüllt einer. Oh. Das hier ist ein Lager wahrscheinlich. So für so. Tja, Weizen oder Mais könnte das vielleicht sein. Hallo, ich wollte nichts klauen. Alles gut. Hallo, du großer Mann. Der ist bemalt, ne? Der ist jetzt. Ich dachte erst, das ist ein Schwarzer, aber seine Arme und Beine sind ja weiß. Also. Muss der bemalt sein, okay. Es sei denn, das ist ein Mischwesen. Oh, hier wird getanzt. Malea, lalea, la. Wie tanzen die oder beten die? Ich kenne deren Rituale nicht, keine Ahnung, ne? Also. Tut mir leid, wenn ich da so ein bisschen ratlos hier und da bin. Kann auch die Sprache nicht verstehen. Das sind alles Frauen, hier ist eine Männerstimme. Okay. Hallo. Was verkaufen Sie? Einer, der trommelt. Dann ich mir ein paar mehr gewünscht. Wir beten hier wieder irgendwie Gott an. Und die zupft gerade Augenbrauen oder was? Entschuldigung. Tja. Den Bogen kann ich nicht ziehen. Also gibt es hier auch nichts zum Abschießen oder so. Karte aktualisiert. Monolith entdeckt. Hallo, bist du ein Monolith? Mittlerer Yucateco-Monolith. Lernen Sie alte Dialekte zum Entziffern. Okay. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Hm. Entziffern nicht möglich. Ja, warum? Vielleicht die andere Seite? Hm. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Vertiefen Sie Lemmers Wissen über den Yucateco-Dialekt, um den Monolithen zu entziffern. Gut, das heißt, ich muss andere Dingens finden, um dann da so ein bisschen über die Sprache mich zu informieren. So, guck mal, hier kommt das Wasser her. Aus dem Felsen kommt das Wasser her. Aha. Wir folgen der Spur. Oh, warte mal ganz kurz. Du siehst krank aus. Hey, hallo, Sie sehen krank aus. Kann ich Sie helfen? Ihnen helfen? So? Ishik, willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählte? Lieben gern. Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder? Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Verschwand. Bestimmt irgendein Monster, das sie in die Tiefe gerissen hat. Oh. Müssen aber tiefe Brunnen gewesen sein, die ausgehoben wurden. Hm. Okay. Ah, hier ist so ein... Oh, guck mal. Ach, hier ist so ein Brunnen. Ist das so ein Brunnen, oder?
Es ist in der Tat ein bisschen tiefer und da ist... Oh Gott. Das ist... nee. Das ist so eine Tauchmission wieder. Oh, nee, ey. Guck mal hier. Schön so Reis oder Weizen oder Körner hier oder irgendwie sowas. Schön. Schön, schön, schön hier. Schön. Das, ich mach das mal. Soll ich das jetzt machen oder mache ich das später? Warte. Weiß ich nicht. Was haben wir hier noch so? Spannendes? Nix. Eine dunkle Ecke zum Schämen. Hallo. Guten Tag. Seid gegrüßt. Ich bin der Neue. Ach, so ein Badehaus. Was ein Badehaus ist das? Ja, wollen wir den mal nicht stören beim Baden, ne? Also. Entschuldigung.